Hey, Valentin. Kommst du mit uns? Läuft's gut? Nur 10 Minuten. Wir gehen Pferde streicheln. Hat Cedric das im Griff, ja? Das wird dir gefallen, hä? Ja, wunderbar. Ja, das verstehe ich, mein Herr. Wir haben alle Zeit der Welt. Tut richtig gut, die frische Luft. Wir können den ganzen Nachmittag bleiben. Und wenn du erstmal bei den Pferden bist, dann willst du gar nicht mehr zurück. Ja, ich höre Ihnen zu. Eine Frau um die 40 und ein älterer Mann. Wie lange müssen Sie bleiben? Valentin. Hast du sie gesehen? Hey, Valentin. Du musst jetzt mal aussteigen. Hey, was soll denn das? Nein. Steig aus. Du darfst ihn nicht zwingen. Du sprichst mit ihm, du musst ihn überzeugen. Aber den Zeitpunkt, den bestimmt allein er. Okay? Wollen wir nicht langsam fahren? Warte. Valentin. Hast du darauf Lust? Auf einen Schluck Cola? Ha? Na los. Nimm sie dir. Na komm. Sie ist für dich. Genau, komm. Ich müsste jetzt die Pferde zurück in den Stall bringen. Es ist ziemlich spät. Noch 5 Minuten, bitte. 5 Minuten. Jetzt haben wir schon getrunken. Wollen wir dann jetzt noch zu den Pferden? Wie wär's? Komm, Valentin. Tja, jetzt wo wir hier sind, Jungs, Lust auf Pony reiten? Na, Dylan, Lust auf Pony reiten? Echt jetzt? Ah, das war nur ein Witz. Das nächste Mal, wenn du brav bist. Ist gut, kannst du jetzt in den Stall bringen, danke. Na los, jeder Betreuer übernimmt einen Jugendlichen. Es geht los mit dem Aufwärmen. Zuerst laufen wir. Wir laufen 3 Runden. Und los. Weiter. So, und jetzt dreht ihr euch alle zu mir und wir springen ein bisschen. Genau, hochspringen. Wow, das ist toll. Gut so. Super, einfach weiterspringen. Wunderbar. Und jetzt stellen wir uns einander gegenüber. Ein Betreuer, ein Jugendlicher. Und wir machen die kleine Übung, die wir schon kennen. Die Finger verschränken. Genau. Ganz sachte. So mit den Fingern. Sehr gut machst du das. Und ihr achtet auf euren Schützling. Ihr nehmt seinen Rhythmus auf. Vorsichtig, ja? Sonst tust du dir weh. Genau so. Sanft kreisen. Ganz so. Ist es gut, Emily. In die Hände. Gut so. Und ihr gebt ihnen Hilfestellung. Das ist alles. Du schaffst das. Genau, so wie wir es immer machen. Das ist sehr schön. Weiter. Du machst es richtig gut. Das ist wunderbar. Genau, weiter so. Du machst das ganz toll. Weiter so. Und jeder in seinem Rhythmus, jeder auf seine Art und Weise. Nicht aufhören. Ganz sachte. Weiter drehen. Gut so. Das macht ihr sehr gut. Okay, und jetzt kommen wir zu den Schultern. Ihr könnt sie schnell kreisen lassen oder langsam. Genau. Und immer nur die Bewegung begleiten. Emily, ich halte deinen Kopf. Sehr gut. Weitermachen. Das ist prima so. Und in die andere Richtung. Ja, gut. Weiter. Ganz genau. Macht ihr prima. Und wenn man dich fragt, wie du hergekommen bist? Mit der Metro. Und über welche Haltestellen? Saint-Lazare. Und dann? Porte de Champerret. Yes. Ich rock alles. Na, das will ich hoffen, obwohl. Lieber nicht alles. BETS? Betreute Tagesstätte! Betreute Erwachsenentagesstätte! Du hast das eh vergessen! Ach, Scheiße, fuck! Du hast geschummelt. Oh. Doch, ich hab's gesehen. Wie lautet die Diagnose? Autismus, eine besonders schwere Form. Die Frau vom Jugendamt war hier. Er ist minderjährig, sie wird die Inobhutnahme beantragen. Dann haben wir noch wie viel Zeit? Ungefähr 2 Wochen. Ich finde eine Lösung. Da bin ich sicher. Hör auf mit deinem, ich finde eine Lösung. Wer sind denn die beiden da? Die Inspekteure. IGAS, sagt dir was? Die kontrollieren alle sozialen Einrichtungen. Die haben dich im Visier. Sie haben Maßnahmen ergriffen, die Fragen aufwerfen. Unsere Aufgabe ist es, wieder geordnete Verhältnisse herzustellen, für Sicherheit zu sorgen. Diese Einrichtung nimmt sich der Notfälle an. Sie nimmt Patienten auf, die die Gesellschaft zurückweist oder deren Zustand sich nicht mehr bessert. Valentin!
Was machst du hier? Solltest du nicht in der Musikgruppe sein? Für mich gibt es die, die einen nicht mehr ansehen, die einem nicht mehr zuhören und dann die anderen. Und glauben Sie mir, das sind nicht viele. Warum seit 15 Jahren Kliniken verzweifelt bei mir anrufen, und zwar mehrmals täglich, und mich bitten, noch mehr Kinder aufzunehmen? Du nimmst zu viele Kinder auf, du gibst zu viel Geld aus, das wird zu groß. Wir zählen auf Sie. Die meisten Betreuer haben kein Diplom. Kennen Sie ein Diplom, das einen darauf vorbereitet, den ganzen Tag eins auf die Fresse zu kriegen? Die Alternative? Die Alternative heißt Schießung. Darf ich meinen Kopf an deine Schulter lehnen? Ja, komm her, ganz kurz.